Willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen im neuen Jahr. Im neuen Jahr, im ersten der 10er Jahre. Die Nuller sind ja vorbei, ne, aber die Nullen bleiben uns. Das ist tröstlich. Ne, im neuen Jahrgang als Auslese. Kabinett, es war aber auch schon wieder zu viel. Oder dieses Zusammen, alles, kaum scheitert der Klimagipfel von Kopenhagen, wo alle sagen, Mensch, wir müssen doch was machen gegen die Erderwärmung. Bald werden wir auf unseren Bürger steigen, Spiegeleier braten können. Und was haben wir seitdem? Dauerfrost. Boah, das haben die aber auch aufgeblasen, oder? Diese Tatsache, dass im Winter doch nochmal der Winter kommen könnte. Mein Lieber, mit Daisy ging's los. Daisy, die hat's uns aber auch gegeben. Der Schneefall im Januar. Also mit allem hätten wir rechnen können, aber doch nicht. Aber doch nicht mit sowas. Das Amt für Katastrophenschutz hat gewarnt, decken Sie sich mit Konserven ein. Und am nächsten Tag war alles fort. Ravioli, Bohneneintopf, Whiskas Gourmet für die ernährungsbewusste Katze. Ich war in den Tagen, bin essen gegangen, da waren wir so ein bisschen fad, wollte nur ein bisschen nachwürzen, sagt, ja, tut uns leid, Salz ist alle. Na, weil draußen, also, ich war ja noch bei Kopenhagen, hatten die schnell abgehakt, oder? Vorneweg, unsere große Weltklimakanzlerin ausgerechnet, was hat die mal getönt auf ihrem großen Gipfel von Scheinheiligen Damm? Wir sitzen alle in einem Boot. Na, und danach haben alle angefangen, große Löcher ins Boot zu bohren, damit wir noch schneller absaufen wahrscheinlich. Dabei haben damals sogar ihre Kampfmedien gewarnt, unsere Erde hat nur noch 12 Jahre. Da sag ich, gut, dass der Deutsche da so pragmatisch ist. Na, weil der sagt, naja, once it fort is, dann fahren wir halt woanders hin in Urlaub. Na, der Klimaschock von... Der Klimaschock von Kopenhagen. Auch die Kanzlerin war sauer danach. Also, dass leise Kritik an diesem Flop laut wurde. Sonst war Madame zufrieden. Wir sind einen kleinen Schritt vorangekommen. Wahrscheinlich haben sie schon als Erfolg gefeiert, dass bei den Ausblähungen der Gipfelteilnehmer kein Methangas freigesetzt worden ist. Langsam hat es politisch bei ihr ja Methode. Ne? Erwartungen gar nicht erst entstehen lassen. Von wegen, wir können nichts machen, wir wollen nichts machen und dafür bitten wir um Ihr Vertrauen. Ne, so ähnlich hat sie es ja auch in ihrer heruntergeleierten Neujahrsansprache uns verkauft. Boah, da hast du aber gemerkt, die Alte hat langsam keinen Bock mehr, oder? Wie die da rum? Hat sich wahrscheinlich am Nachmittag gesagt, ah ja, ich muss auch da diese Ansprache halten, da legt mir irgendwas auf den Teleprompter drauf, um uns dann ihre Kernbotschaft zu verkünden. Wie motiviert man ein Volk in der Krise? Manches wird im neuen Jahr noch schwieriger, bevor es wieder besser werden kann. Also das kennen wir noch vom Robbensterben, ne? Als alle Robben tot waren, hat es mit dem Sterben auch aufgehört. Robbensterben, ich bitte Sie, Robbensterben. Also das ist ein Witz, ja. Robbensterben war 1988. Das hat doch keinen Sinn. Können wir hier nicht... Wie weit wollen Sie ihn noch ausholen? Robbensterben 1988. Es geht um das Hic et Nunc. Ich war bei der Neujahrsansprache der Kanzlerin und ich war noch nicht fertig damit. Das hätten Sie aber gewesen sein sollen. Nein, nein, das waren noch keine 3 Minuten. Ja, bei Ihrer Art des Vortrages können 3 Minuten sehr lange wirken, Herr Prior. Sehr lange. Die machen immer den Fehler, Sie dürfen den Applaus nicht mitrechnen. Netto hatte ich höchstens 2 Minuten 10. Ja, die Sie mit unwichtigen Reminiszenzen verplempert haben, statt die Leute auf das vor uns Liegende einzuschwören. Wozu denn? Auch das Kommende wird ein Morgen haben, das es zum Gestrigen werden lässt. Was?
Was, wie, was, was? Nee, nee, ist so ganz einfach. Nehmen Sie nur mal da unser neues Jahrzehnt, ne? 2010. Kaum haben wir 2010, schon schmeißen Sie die Agenda des Jahres, die Agenda 2010, auf den Müllhaufen der Geschichte. Das ist richtig. Ist umso erstaunlicher, nicht? Weil ja Schwarz-Gelb eigentlich damals die Bestimmungen für Hartz IV gar nicht scharf genug haben konnte. Ja. Aber nur weil sie geglaubt haben, naja, komm, das trifft sowieso nur SPD oder Linkswähler oder die, richtig, ja, die sowieso daheim bleiben. Mittlerweile spürt aber auch manche Mittelständler den eiskalten Hauch des Hartz'schen Förderns und Forderns im Genick. Was? Ja, und das ist nicht gut für die nächste anstehende Kickerqual. Für was? Kickerqual! Ja. Mai, Nordrhein-Westfalen, ja. Rüttgers. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Ja. Und was und was? Ich habe es ja jetzt verstanden. Und wie wird dann nach der Wahl diese neue Agenda 2020 aussehen? Das wird systemisch von den Erfolgen unserer Fußballer bei der WM in Südafrika abhängen. Das müssen wir jetzt erklären. Nein, da muss ich gar nicht viel erklären. Es wird wie beim Sommermärchen 2006. Da haben sie doch auch dabei bei jedem Erfolg unserer Fußballer, zack, kleine Grausamkeiten unbemerkt und das Volk gemischt. Tor für Deutschland, Pendlerpauschale weg. Elfmeter für Deutschland, Rente mit 67, abgenickt. Deutschland ist im Halbfinale, Krankenkassenbeiträge erhöht. So wird es 4 Wochen nach der Kickerqual auch laufen bei der WM. Also, wenn Sie recht hätten, dann müssten ja bei der zu befürchtenden Streichliste die Deutschen mindestens ins Finale kommen. Ja, aber mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Daisy haben sie doch auch nur deshalb so aufgeblasen, damit sie Elena zwischen den Wetternachrichten durchwinken konnten. Elena? Wer ist Elena? Elena, der elektronische Nachweis für Arbeitnehmer. So eine Art virtuelle Stechuhr. Das ganz lückenlose, die lückenlose Nacktscannung der Betriebsangehörigen. Wäre bei ruhiger Wetterlage Riesenaufreger gewesen. Da sollten wir in den nächsten Tagen aufpassen, nicht, was wir uns im Windschatten von Haiti so alles unterjubeln wollen. Haben sie doch schon längst, haben sie doch längst schon alles gemacht. Haben sie Zwangsarbeit für abzockende Hartz-IV-Schmarotzer ausgekocht. Die Haushaltsdebatte haben sie im Reigen der Spendengalas doch völlig versenkt, ging völlig unter, genau wie der kleine Spendenbeitrag der Substantia AG zur politischen Landschaftspflege für die Klientel Kleingärtner der FDP. Ja, das war vielleicht eine Variante von Hartz IV für Leistungsträger, nicht? Statt fördern und fordern gilt bei denen schmieren und spenden. Ja, gut. Mal gut. Ohne ist schon klar, weil ohne wäre möglich, weil ohne ist logisch, das ist. Ja. Ja, ohne anständige Schmierung droht der bürgerlichen Mehrheit Kolbenfresser. Ja, wobei übrigens interessanterweise die CSU ist ja auch substanziell geschmiert worden, aber da redet keiner drüber, nicht? Doch, der Seehofer, der macht es, ja. Der erzählt über, der hat ja schon Scheinheiligkeit im Endstadium. Aber bei solchen Dingen bemüht er gern die Bibel. Sind wir nicht wie die Vögel? Wir säen nicht, wir ernten nicht und unsere himmlischen Heerscharen ernähren uns doch. Wie? Möwenpick. Was ist das denn für ein Ding? Nacktscanner. Was? Nacktscanner. Die Dinger boomen doch wie verrückt, seit die Hersteller da diesen Plastikbomber unbemerkt in den Flieger geschleust hatten. Es hat ein Vertreter vorbeigebracht. Der hat früher Koboldstaubsauger verkauft. Wollt übrigens nachher noch mal vorbeikommen zur Vorführung. Ich muss jetzt noch mal weg. Tun Sie mir einen Gefallen. Unterschreiben Sie nichts ohne meine Erlaubnis. Danke. Nein, meine ich. Interessant. Ja. Ich wollte ganz kurz, muss ich Ihnen sagen, dieser eine Satz von der Kanzlerin, der ist mir auch hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen. Dieses, wie sie gesagt hat, es wird vielleicht erst noch schlimmer kommen, bevor es wieder besser werden kann. Das ist etwas Weitsichtiges, nicht? Mir leuchtet das bei der Regierung auch ein. Obwohl, die Kanzlerin hat ja bei allem Weitblick, macht sie kleine Fehler im Nahbereich in letzter Zeit. Sie hat zum Beispiel Fehler, die noch nie ein Kanzler vor ihr gemacht hat. Sie hat erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik bei einer Haushaltsrede als Regierungsoberhaupt eine Steuersenkung nicht erwähnt. Die Steuersenkung für die Hoteliers, nicht? Das ist doch.
Also ich glaube nicht, dass sie sich geschämt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Nein. Also dann müssen Sie ja...